Jetzt haben wir ja Ihr Problem gelöst, denke ich. Haben Sie denn noch eine Frage oder kann ich noch irgendetwas für Sie tun? Ja, sehr gerne. Ich habe tatsächlich noch eine Frage. Und zwar würde ich mich gerne ein bisschen genauer über den PSA-Wert informieren. Wissen Sie, mein Mann ist 50 geworden und ich denke, er sollte mal zur Vorsorge zu Ihnen kommen. Und damit ich ihm mal schon ein bisschen was erzählen kann, wollte ich Sie eben diesbezüglich fragen. Ist jetzt etwas ungewöhnlich und wieder auch nicht, weil viele Männer nicht sehr gerne zur Vorsorge gehen, ganz im Gegensatz zu Frauen. Ja, wir sind das ja schon gewöhnt von so ist es. Warum kommt er denn nicht? Hat er Bedenken oder? Nein, er ist zeitlich momentan noch ein bisschen eingespannt und ich werde später einen Termin für ihn ausmachen, aber ich wollte, dass ich ihm schon ein bisschen was erzählen kann. Was genau wollen Sie denn wissen über das PSA? Also, man hört ja Verschiedenes darüber. Ja, es heißt, es sei empfohlen zur Vorsorge. Ich weiß nicht genau, wie er bestimmt wird. Und ich weiß auch nicht, ob er wirklich so wichtig ist. Das PSA ist ein Enzym, wir sagen Enzym dazu. Mhm. Das ist ein Protein, das in der Prostata gebildet wird und nur in der Prostata gebildet wird, okay. Was auch den Vorteil des PSA ausmacht. Das heißt, das PSA zeigt uns an, ob etwas in der Prostata vorgeht, ja, wenn es erhöht ist. Ist das dann immer automatisch ein Prostatakrebs, wenn der PSA-Wert erhöht ist? Oder gibt es auch andere Gründe für eine PSA-Werterhöhung? Es gibt auch andere Ursachen. Mhm. Es gibt zum Beispiel eine sehr häufige Ursache, ist beispielsweise eine Entzündung der Prostata. Okay. Ja, da steigt das PSA auch, kann sehr, sehr stark ansteigen. Aber zumindest wissen wir, wenn es ansteigt, dass wir da mal genauer nachgucken müssen. Mhm. Oder das PSA zumindest mal kontrollieren müssen und ein Auge drauf haben müssen. Aber Sie untersuchen meinen Mann ja und die Untersuchung allein reicht nicht aus, um die Prostata zu beurteilen? Die Untersuchung der Prostata alleine reicht nicht aus. Mhm. Das macht man in der Regel mit dem Finger über den Enddarm. Mhm. Ja. Da wird die Prostata abgetastet. Das heißt, ich taste die Rückfläche der Prostata. Das geht deshalb, weil die Prostata direkt an den Enddarm angrenzt. Aber das ist eben eine sehr, sehr unsichere Methode. Mhm. Okay. Und deshalb ist es immer ratsam, diese Untersuchung zu ergänzen durch eine PSA-Bestimmung. Und wie genau wird der Wert denn bestimmt? Sie sagten, das wäre ein Protein im Blut. Mhm. Wird das dann über eine Blutentnahme bestimmt? Oder? Genau. Okay. Genau. Und angenommen, der wäre erhöht, was wäre dann, wenn Sie sagen, es muss nicht immer ein Krebs sein, wie unterscheidet man das dann? Was macht man dann weiter? Gut, also wenn der erhöht ist, dann gibt es, hängt es natürlich davon ab, wie hoch der PSA ist und es steckt ja immer noch der Patient dahinter. Das heißt, der Patient sagt mir, zum Beispiel bei der Entzündung, sagt mir, er hat Beschwerden oder er hat keine Beschwerden. Und so kann man sich ein Gesamtbild entwickeln und daraus dann Rückschlüsse ziehen über die Aussagekraft des PSA. Und über den Ursprung der PSA-Erhöhung. Gibt es denn noch weitere Gründe, warum der PSA-Wert steigen kann, außer jetzt einer Entzündung oder eben dem Krebs? Die Vergrößerung beispielsweise der Prostata hat auch Auswirkungen auf den PSA. Das wissen wir. Mhm. Deshalb ist der PSA natürlich häufig in der Kritik, weil es so viele verschiedene Ursachen gibt und weil er eben keine Rückschlüsse oder unbedingt Rückschlüsse auf eine Krebserkrankung zulässt, aber wenn er erhöht ist, dann müssen wir immer aufpassen, müssen wir es zumindest kontrollieren und wir wissen, dass wir dann unter Umständen auch mal weitere Untersuchungen machen müssen, um dem Ursprung der PSA-Erhöhung auf die Schliche zu kommen. Okay. Ich hätte da noch eine Frage. Und zwar habe ich gehört, dass der Prostatakrebs gar nicht so aggressiv ist. Zumindest liest man das manchmal. Und ist es denn dann überhaupt erforderlich, ihn quasi frühzeitig zu entdecken und zu behandeln? Das ist eine sehr gute Frage.
Das ist einer der Gründe, warum das PSA in der Öffentlichkeit und in den Medien sehr kontrovers diskutiert wird. Man muss es getrennt betrachten. Es ist in der Tat richtig, dass alte Männer recht häufig und zum sehr hohen Prozentsatz an einem Prostatakarzinom erkrankt sind. Es gibt da so eine Faustregel, die besagt, dass 80% der 80-Jährigen, 90% der 90-Jährigen an einem Prostatakarzinom erkrankt sind. Und wenn man jetzt die statistische Lebenserwartung heranzieht, dann sagt uns das, ja, wenn ein 80-Jähriger ein Prostatakarzinom hat und dieses Prostatakarzinom langsam wächst, was auch sehr häufig der Fall ist, muss ich das wirklich erkennen. Das ist der Hintergrund des Ganzen. Okay. Das ist, da gebe ich Ihnen recht. Aber Ihr Mann ist 50 Jahre alt. Ja. Und da ist er in einem Alter, wir gehen jetzt mal von einer Lebenserwartung von um 80, 85 Jahren aus, wenn er gesund ist. Das ist auch ein Punkt, den man beachten muss bei der PSA-Untersuchung. Gehen wir davon aus, dass er eben diese lange Lebenserwartung hat, dann spielt das sehr wohl eine Rolle. Und dann ist auch ein langsam wachsender Krebs, kann dann Probleme machen. Das heißt, er kann sich entwickeln, er kann wachsen. Und man weiß heutzutage über die Krebserkrankungen, dass sie nicht immer gleich bleiben. Das heißt, wenn er mal langsam wachsend ist, dann kann er sich auch mal zu einem schnell wachsenden Tumor entwickeln. Und je mehr Zeit er dafür hat, desto höher ist das Risiko. Und das ist einer der Gründe, warum für jemanden, der in der Altersgruppe ihres Mannes ist, ich definitiv eine PSA-Untersuchung in der Vorsorge empfehle. Okay. Ja. Und der andere Grund ist, dass Prostatakarzinome nicht immer langsam wachsend sind. Das sehe ich in der täglichen Sprechstunde regelmäßig, recht häufig. Und diese Tumore, die werden dann auch wirklich zum Problem. Und einmal kann man Probleme durch Metastasen bekommen und nicht zuletzt kann man an so einem Tumor, wenn er aggressiver ist, auch versterben. Okay. Und weil wir ja nie wissen, wenn ein Prostatakarzinom entdeckt wird, ob es aggressiv oder nicht aggressiv ist, ist es schon sinnvoll, erstmal überhaupt zu wissen, liegt denn ein Prostatakarzinom vor oder nicht. Ich verstehe. Und sagen Sie mal, wird es denn von der Krankenkasse alles bezahlt? Nein. Das ist eine sogenannte Eagle-Leistung. Und Eagle-Leistungen, das wissen Sie ja wahrscheinlich, müssen vom Patienten selber bezahlt werden. Es gibt nur wenige Krankenkassen, die das über verschiedene Bonusprogramme bezahlen. Meistens ist es so, dass es die Patienten selbst bezahlen müssen. Okay. Bei uns bezahlen sie da um die 30 Euro. Okay, na gut, das sollte einem die Gesundheit ja wert sein, nicht? Das denke ich doch auch. Sehr schön. Ja, ich glaube, dann habe ich keine weiteren Fragen mehr und werde dann mal den Termin für meinen Mann ausmachen gehen. Machen Sie das, ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich danke Ihnen herzlich. Bis bald. Sehr, sehr gerne. Bis bald. Ja, liebe Männer, mit diesem kurzen Rollenspiel hoffen wir, Ihnen die PSA-Thematik etwas näher gebracht zu haben und hoffen, ein paar Fragen zum PSA beantwortet zu haben. Denn das Prostatakarzinom ist der häufigste Tumor des Mannes und um ihn heilen zu können, ist die frühe Erkennung essentiell. Und hierbei spielt die PSA-Diagnostik eine wesentliche Rolle. Wir können Sie somit nur ermutigen, zu uns zur Vorsorge zu kommen. Und wenn Sie weitere Fragen zur PSA-Diagnostik haben, beraten wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch. Wir sind für Sie da.